Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Wir stehen immer noch in unserem ersten Fall, spielen jetzt gerade als Wiggins und haben den Mann mit dem besonderen Job verfolgt. Stehen jetzt hier vor einem großen Haus und müssen jetzt versuchen reinzukommen. Und ich sehe schon, dass hier ein Stück von der Wand abgesplittert ist. Und da gucken wir mal, ob wir da rüberkommen. Das sah doch bisher ganz einfach aus. Jetzt müssen wir hier wieder Metal Gear Style erstmal ein bisschen sneaken. Die Tür geht auch auf. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr so richtig Ahnung, was ich machen muss insgesamt. Die Cutscene hat er mir jetzt nicht nochmal angezeigt. Und da gucken wir mal, ob wir von selbst was rausfinden werden. Da können wir durchs Fenster linsen und sehen einen Schreibtisch mit einem Mann, Buch drauf. So viel teures Zeug. Ja. Auf Bücher gucken und sagen, dass es teures Zeug ist, aber die Waffen im Hintergrund, die sind nicht teuer. Kamin hat er auch noch. Was sehen wir denn hier noch? Ist das das Einzige, was wir sehen? Scheint so. Ich habe natürlich keine Lust, dass es wieder so endet wie letztes Mal, als wir einfach nur auf die Rückseite des gelben Zettels gucken sollten. Nee, hier ist nichts mehr zu holen. Gucken wir mal ans nächste Fenster. Hier haben wir sogar schon den Eingang. Aber ich würde sagen, wir schauen nochmal, was wir da drin finden. Ich kann nichts so, erkennen. So, einmal hochgucken. Ja, muss aufstehen. Ich kann nichts erkennen. Ach so, okay. Dann gehen wir direkt zur Tür. Zu gefährlich zum Reingehen. Okay. Nutzen wir die Leiter, die hier steht? Die können wir nicht nutzen. Aber ich glaube, wir können uns hier irgendwie... Es sieht so aus, als würde man über diese... Diese... Holzhalterung für die Ranken rüber bewegen können. Guck, ob wir was finden. Also, wir gehen hier erstmal wieder raus. Gucken wir mal einfach. Zu vielleicht klopft er ja einfach. Ja, ich weiß, dass es zu gefährlich ist. Wir müssen hier aber irgendwas finden. Das ist zu. Sehr gut. Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Ja, danke. Immerhin sagt das Spiel mir schon, dass ich zu blöd bin, um zu gehen. Aber was soll ich hier noch machen? Ich meine, das hier ist das einzige Fenster, wo er interagiert. Also muss hier doch noch irgendwo was sein. Können wir es aufmachen? Natürlich nicht. Oh Mann, so viel teures Zeug. Ja, sagt er wieder dasselbe. Die Tür, auch nix. Ja. Was ist das hier vorne alles? Das sind einfach nur Töpfe. Eine Gießkanne, nichts, was wir nehmen können. Warum kann er die blöde Leiter nicht nehmen? Zu gefährlich zum Reingehen. Irgendwo muss hier was sein. Kannst du irgendwo hochklettern, Wiggins? Wenn du über Wände klettern kannst, kannst du auch so eine Ranke hochklettern. Du wiegst nichts. Das sieht doch... Ich will da nicht reingucken. Kannst du hiervon was nehmen? Irgendwas hier machen.
natürlich nicht. Oh, da geht der Party aber richtig gut schon los. Ich weiß nicht, wie wir hier reinkommen. Weil ich weiß ja nicht mal genau, was ich hier gerade machen muss. Wir tappen mal wieder total im Dunkeln. Ich gehe mal davon aus, dass da der Mann mit dem besonderen Job drin ist. Hat er hier was angezeigt? Nee. Das war nur das Licht. Grün bedeutet, da können wir nichts machen. Ich würde da ganz gern reinlinsen. Durch die Tür. Ich meine, da ist ja auch ein Fenster dran. Es muss hier irgendwas sein. Irgendwas muss hier sein. Das bedeutet, wir dürfen das ganze Ding hier abscannen. Und das Spiel... Natürlich, Wiggins hat nicht diesen super Blick. Aber was soll es sein? Ja, dass da viel teures Zeug ist, weiß ich. Oh. Ein Wappen. Da. Das könnte nützlich für Mr. Holmes sein. Ich zeichne es mal ab. Ja, genau. Machen wir eine Skizze davon. So. Sehr schön. Endlich abgehakt. Können wir jetzt gehen? Ich versuche jetzt einfach nochmal die Tür. Ja, nee, den hauen wir ab. Wiggins, wir gehen. Ich finde, du hast genug gemacht. Zack, Bums, einfach durch die Tür. Nein, ich bin hier noch nicht fertig. Warum denn nicht? Was will er denn hier noch machen? Zu gefährlich zum Reingehen. Ja, wie immer. Also ich gucke jetzt noch einmal ums Haus rum. Sollte ich nichts finden? Ja, hab ich keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Hier wird nirgendwo was angezeigt. Ich weiß nicht mal, ob wir ins Haus rein müssen. Vielleicht zeigt ihr mir jetzt die Leiter an. Als Option. Ich meine, das ist tatsächlich was Sinn macht. Dass man die einfach wegnimmt und woanders hinstellt. Nö. Hier zeigen wir wahrscheinlich, sagt mir wahrscheinlich immer noch. Er kann nichts erkennen, natürlich nicht. Oh, Leute. Blindspielen ist echt eine super Idee. Vor allen Dingen, wenn man Spiele spielt, bei denen man richtig schlecht aussehen kann. Da haben wir alles. Es wird grün angezeigt. So schön, wie er immer zwischenspeichert. Er hat auch kein Notizbuch dabei. Was kann Wiggins überhaupt? Der kann ja gar nichts. Das ist verdammt doof. Hier vorne kommen wir auch nicht lang. Bist du hier lang? Die Regenrinne? Ne, keine Inter. Was? Okay. Nur zwei Leute? Was für eine Verschwendung. So, das ist doch. Nee, das ist nicht der Typ mit dem Job, weil der hat kein Bart. Kann ich den hier abscannen? Nein. Und irgendwas hast du mir gerade gegeben. Säcke hier, voller Kartoffeln. Essen. Gefällt mir. Ja. Zeit für den Bericht an Mr. Holmes. Ich muss hier verschwinden, bevor sie mich erwischen. Okay, hau ab. Sehr gut. Fällt auch sicherlich nicht auf, wenn es direkt vorm Fenster macht. Aber immerhin haben wir schon mal die erste Sequenz heute überstanden. Ich habe wirklich das Gefühl, wir werden dreistellig von den Teilen her. Also entweder man wird echt noch warm damit,
Die nächsten Fälle werden leichter, wovon ich nicht ausgehe. Oder das wird ein verdammt langes Let's Play. Aber warum nicht? Solange es Spaß macht, kann das von mir aus Monate dauern. Mal gucken, was jetzt passiert. Wahrscheinlich gibt Wiggins jetzt seinen Bericht an Mr. Holmes ab. Ziemlich seltsam. Was schließen Sie aus dem, was Wiggins herausgefunden hat, Holmes? Er ist ein Typ, der auf Wappen steht. Ja, gucken wir uns das mal an hier. Aha. Gute Arbeit von Wiggins. Mehr nicht? Guck's dir an. Gut, dass ich nicht mehr machen kann. Untersuchen Sie das Wappenbild, das Wiggins angefertigt hat. Das würde ich auch ganz gern machen. Muss ich dafür vielleicht irgendwie... Aha! Okay, wir gucken sozusagen jetzt in unseren Unterlagen, ob wir was über das Wappen finden können. Ob wir was finden, sehen wir allerdings erst im nächsten Teil. Wenn es euch gefallen hat, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt Sherlock Holmes, The Devil's Daughter.